Hallo und herzlich willkommen zu den Consorsbank News. Mein Name ist Stefan Kemper und ich arbeite als Investment-Spezialist im Private Banking von BNP Paribas. In der aktuellen Ausgabe der Consorsbank News möchte ich mit euch gerne mal auf die Situation am amerikanischen Zinsmarkt schauen und wie da die Aussichten aussehen und welchen Einfluss das auch auf den Aktienmarkt haben kann. Aktien und Renten hatten im letzten Jahr, das haben wir leider alle erleben müssen, ein sehr, sehr schlechtes Jahr, einfach weil Inflation sehr stark angestiegen ist und als Folge dann ja auch die Notenbanken reagieren mussten mit sehr aggressiven Zinserhöhungen. Es war ja wirklich so, dass die Notenbanken im aktuellen Zyklus so aggressiv zu Werke gegangen sind, wie sie seit den 1980er Jahren nicht mehr getan haben. Das heißt, eine wesentliche Voraussetzung für eine Trendwende an den Märkten, und das betrifft dann sowohl den Aktien- als auch den Anleihenmarkt, dürfte die weitere Zinspolitik insbesondere in den USA sein. Und hier gibt's wirklich einen Lichtblick. Es ist nämlich so, dass die Rendite von zweijährigen amerikanischen Staatsanleihen zuletzt wieder unter das aktuelle Leitzinsniveau gefallen ist. Solltet ihr euch fragen, warum ist das so wichtig? Und da denke ich, sollten wir mal auf den Chart hier schauen. Denn was man hier sieht, ist halt eben genau diese Rendite und auch den Leitzins. Und man erkennt auch, dass jedes Mal, wenn die Rendite unter den Leitzins der Notenbank gefallen ist, dass das ein Vorbote eines nahen Endes des Zinserhöhungszyklus war. Die Leitzinsen sind ja nicht notwendigerweise immer direkt sofort gefallen, aber zumindest gab es keine weiteren Erhöhungen mehr. Und historisch war das dann etwas, was halt auch auf globaler Ebene Aktien geholfen hat. Es ist nämlich so, dass in dem Jahr, das auf die letzte Zinserhöhung gefolgt ist, im Schnitt Aktien um rund 10% zulegen konnten. Bei Renten, und hier schauen wir auf amerikanische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren, da war die Erholung sogar noch besser, noch größer. Hier lag die durchschnittliche Performance bei 15%. Jetzt ist es so, allerdings, das Zinsniveau ist natürlich nicht der alleinige Kurstreiber. Ich denke, das ist sehr leicht nachvollziehbar. So Sachen wie natürlich Konjunktur und auch Unternehmensergebnisse spielen eine große, große Rolle. Wenn man es in einer Frage zusammenfassen möchte, besteht die Gefahr einer Rezession, ja oder nein? Und um die Frage zu beantworten, dient der Unterschied von kurz- und langfristigen Zinsen. Das ist das, was Börsianer meinen, wenn sie von der Zinskurve sprechen. Dieser Unterschied ist ein sehr, sehr guter Indikator. Denn normalerweise liegen langfristige Zinsen über kurzfristigen Zinsen. Einfach weil man sich über eine längere Frist bindet und da natürlich auch eine höhere Unsicherheit herrscht und dafür hat man auch eine höhere Prämie. Ihr kennt das vielleicht von eurer Baufinanzierung. Da liegen in der Regel ja auch die Sätze für 10 Jahre niedriger als die für 20 oder 30 Jahre. Wenn diese Kurve an den Rentenmärkten, an den Anleihemärkten aber irgendwann mal invers wird, das lange Ende also unter dem kurzen handelt, dann spricht das dafür, dass an den Kapitalmärkten eine Rezession erwartet wird. Und wie ihr hier seht, ist die Zinskurve in den USA aktuell deutlich invers. Der Markt rechnet also mit einer Rezession. Jetzt haben wir also auf der einen Seite das Signal, Zinsen kommen runter, also Zinserhöhungszyklus könnte zum Ende kommen, gut für den Markt. Auf der anderen Seite Rezession, eher schlecht für den Markt. Das heißt, was machen wir jetzt in der Gesamtheit? Und darum habe ich auf den folgenden Charts mal Folgendes gemacht. Ich bin hergegangen und habe wieder die Entwicklung nach der letzten Zinserhöhung abgetragen. Diesmal habe ich es aber aufgeteilt, nämlich nach Fällen, in denen die Zinskurve invers war oder halt eben nicht. Und wie man jetzt hier sieht, hat das bei Aktien einen deutlichen Einfluss. Wenn die Zinskurve invers war, dann war die Performance im Folgejahr sogar leicht negativ. Wenn sie jedoch nicht invers war, war der Kurszuwachs sogar natürlich dann noch ein bisschen größer, da waren es fast 15%. Interessanterweise ist der Einfluss der Zinskurve auf die Rendite von Staatsanleihen in den USA deutlich geringer. Und das sehen wir hier. Hier gab es in beiden Fällen einen Kursplus von größer 10%. Das heißt als Fazit, die Zinswende könnte kurz bevorstehen. Es besteht aber die Gefahr, dass Aktien sich auf breiter Front nicht so stark erholen und davon nicht so stark profitieren, wie man sich das vielleicht erhofft. Das bedeutet,
für uns als Anlegende, gerade auch im Aktienmarkt, es macht Sinn, selektiv zu bleiben und zu gucken, wo investiere ich denn? Wir bevorzugen, wie ihr auch im Jahresausblick, den ihr hier auf YouTube findet, ja schon angesprochen, ins weiterhin Value, zum Beispiel Banken oder auch Minenbetreiber. Wir mögen große britische Unternehmen, also mit hoher Marktkapitalisierung, und auch Japan kann ganz interessant aussehen. Am Rentenmarkt ist das Bild dann ein kleines bisschen anders. Hier, und das zeigen die historischen Daten, hat eine Zinswende seit den 1980ern auf Jahressicht immer für einen Kursplus gesorgt. Damit sind wir am Ende von diesen Consorsbank News. Ich hoffe, die Informationen waren für euch von Interesse und ich wünsche euch viele erfolgreiche Trades. Ich würde mich freuen, euch auch das nächste Mal hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin alles Gute. Tschüss. Consorsbank.